Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Gensicke. Ich lade euch heute wieder ein, mit mir ein bisschen was zu lernen. Ich studiere gerade Psychologie an der Fernstudium an der IUBH. Allgemeine Psychologie ist mein Skript gerade, mit dem habe ich angefangen. Für mich sind die ganzen Grundlagen am wichtigsten. Und da es da nur ein Skript gibt und ich viele ausgearbeitet habe, war meine Idee, euch teilnehmen haben zu lassen. An dem, was ich ausgearbeitet und verstanden habe, einfach mal einen anderen Blickwinkel bekommen. Vielleicht was dazulernen, ist sich anhören, besser lernen, weil es verschiedene Kanäle sind. Und heute haben wir das Thema Wahrnehmung in der allgemeinen Psychologie. Wir haben schon darüber geredet, über die allgemeine Wahrnehmung. Wir haben über die Psychophysik geredet. Wir haben dann über die Optik geredet, weil wir jetzt bei der visuellen Wahrnehmung sind und heute ist das Auge dran. Göttlich. Ich mag Biologie. Genau. Also ihr seht, heute beschäftigen wir uns mit dem Auge. Als allererstes werden wir uns mit der Anatomie beschäftigen vom Auge. Hier vorne seht ihr so eine Schicht, das ist die Schicht, die wir als allererstes sehen. Wenn wir aufs Auge blicken, das ist Bindegewebe und sie ist durchsichtig. Und hinter diesem Bindegewebe ist eine sehr wichtige Schicht, die endet ungefähr hier und auch hier. Und diese blaue Schicht hier vorne das ist die Hornhaut oder auch Cornea auf Latein. Hornhaut, genau. Diese Schicht geht weiter nach hier hinten. Das heißt, hier ab hier seht ihr das dann. Da hier später teilt sie sich sogar noch mal, aber dieser Bereich hier, ich habe jetzt mal ein dunkleres Blau genommen und auf der anderen Seite auch. Ups. Gar nicht so einfach, wenn man nicht hingucken kann. Dieser blaue Teil hier ist die Lederhaut. Die umschließt unser Auge und begrenzt es. So, jetzt schauen wir aber von vorne wieder aufs Auge. Wir schauen durchs Bindegewebe durch. Dann kommt die Hornhaut. Die Hornhaut ist dazu da, dass das Licht bricht. Hinter der Hornhaut haben wir die vordere Augenkammer, die mit Flüssigkeit gefüllt ist, weil hier keine Blutgefäße sind und es muss ja in irgendeiner Weise alles ernährt werden, auch besonders unsere Hornhaut und deswegen ist dort Flüssigkeit drin zum Ernähren unserer Hornhaut. Dann haben wir ein nächstes Gebilde, das ist hier das Schwarze und dieses schwarze Gebilde. Also wir haben das einmal hier auf der Seite und wir haben es auch hier auf der Seite, ist ja nur schematisch dargestellt. Das ist unsere Iris. Und die Iris heißt jetzt, wenn es nicht Latein ist, Regenbogenhaut. Genau, die sitzt hier davor. Unser Licht, wenn es reinkommt, dann trifft es auf unsere Hornhaut, wird gebrochen und geht dann durch den Spalt, den die Iris lässt, hier auf dieses Gebilde. Und dieses Gebilde ist die Linse. Das ist hier die Linse. Die Linse hängt hier an einem Muskel dran und auch hier an einem Muskel. Und diese Muskeln werden wir nachher nochmal in der vergrößerten Form, werde ich euch die nochmal darstellen, uns die genau anschauen. Und das sind die Ziliarmuskeln. Genau, Ziliarmuskeln, die sind dann an beider Seite und dort hängen dann auch noch Fasern dran. Und das machen wir nachher einfach nochmal. Diese Fasern. So, dann haben wir hier drinnen diesen großen Bereich. Und dieser Bereich ist gelartig
gefüllt, unser Glaskörper ist gelartig gefüllt. Und dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier erstmal nach der Lederhaut noch eine Haut. Was heißt eine Haut? Hier haben wir unsere Aderhaut. Könnte ich eigentlich mal im Dunkelrot noch machen. Also zeichne die mal hier so. Versuche die mal ein bisschen rot zu zeichnen. Das ist hier unsere Aderhaut. An beiden Seiten. Und also die ist jetzt hier dran. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt dieses Bild, weil es nicht ganz stimmt. Also eigentlich kommt hier erstmal die Aderhaut. Die geht nur bis hier vorne jetzt. An beiden Seiten kommt die hier. Die ist dann die Aderhaut. Und auf der Aderhaut sitzt dann die Retina. Und die ist jetzt hier nur so halb eingezeichnet, was aber nicht stimmt. Diese Retina geht wirklich von hier vorne einmal drumherum. Das ist alles Retina. Und diese Retina hat ja Nerven und die gehen dann hier rein. Die sitzt nochmal auf der Aderhaut, sitzt die Retina nochmal drauf. Genau. Und das hier in der Mitte ist dann dein Blutgefäß aus der Aderhaut. Hier in der Mitte ist dein Blut, sind die Blutgefäße, die laufen hier von der Aderhaut dann hier rein. Das heißt, wir haben unsere Retina und diese Retina teilt sich da, wo der Ausgang von unserem Nerv ist, einmal in den oberen und einmal in den unteren Teil. Also der Nerv, auch hier die Nervenstränge sind getrennt. Wir haben einmal den Nervenstrang, der von der Nase zugehörig ist. Also wenn wir uns vorstellen, ist es der innere Teil. Also dann würde hier die Nase sein. Hier die Nasen, die beiden Nasen. Oder, also das wäre der Nasenteil und das wäre der an dem Außenauge oder beim anderen Auge ist es halt andersrum. Also wir haben zwei Nervenstränge, die vom Auge uns verlassen. Gut, jetzt gibt es aber noch wichtige Punkte, die wir noch haben. Und zwar gibt es erstmal einen Bereich, der liegt ungefähr ziemlich gerade gegenüber von der Linse in der Retina. Da ist es eine Grube, also es geht so ein Stück rein. So eine Grube und das ist die Sehgrube, das ist die Fovea. Von der wird ganz oft auch geredet, das ist ein wirklich wichtiger Begriff. Die Sehgrube und in dieser Sehgrube gibt es den gelben Fleck. Also hier in dieser Sehgrube gibt es nochmal einen gelben Fleck und das ist die Makula und das ist das schärfste Sehen. Also das ist der gelbe Fleck. Und die heißt Makula. Jetzt habe ich total vergessen, die Retina natürlich auch aufzuschreiben. Das Grüne ist die Retina. Und die Retina heißt übersetzt Netzhaut. Dann von der Retina ausgehend haben wir hier unseren Nerv. Und in der Mitte zwischen den Beinen haben wir die Blutgefäße. So langsam füllt sich unser Auge. Dadurch, dass hier die ganzen Nerven zusammentreffen und auch die Blutgefäße und die Nervenstränge gehen ab und es sind 1 Million Nervenfasern, dadurch kann die Retina an diesem Punkt natürlich nicht weitergehen. Und damit hat sich dort, genau an dieser Stelle, wo diese Nerven und die Blutgefäße sind, genau hier, ist unser blinder Fleck. Da ist halt, dann sind da können keine Zapfen und Stäbchen sein, weil dieser dicke Strang weggeht und dann sehen wir ihn nicht.
Genau. Ich glaube, jetzt ist unser Bild ziemlich bunt und die wichtigsten Teile wisst ihr jetzt. Hier oben geht von der Lederhaut auch noch der Muskel ab, weil unsere Augen sitzen ja noch fest. Und auch natürlich hier unten geht auch noch der Muskel weg, woran unsere Augen festgemacht sind. Also, wenn wir vorne aufs Auge schauen, Bindehaut, dann haben wir Hornhaut, dahinter liegt die vordere Augenkammer. Wir haben die Regenbogenhaut, die Iris, die umschließt zum Teil unsere Linse. Die Linse ist festgemacht mit den Ziliarmuskeln an der Aderhaut, Entschuldigung. Die Lederhaut umschließt unser Auge, danach ist die Aderhaut, die natürlich die Retina dann mit Nährstoffen versorgt. Die Retina liegt innen am Auge an und verlässt das Auge mit den großen Nervenfasern. Davon sind es zwei, die in der Mitte getrennt werden durch die Blutgefäße. Gegenüber von der Linse liegt die Fovea, das ist die Sehgrube. Dort drinnen liegt der gelbe Fleck, die Makula. Und genau dort, wo der Nerv das Auge verlässt, haben wir einen blinden Fleck, wo wir nichts sehen. So, das ist die Anatomie unseres Auges. Gut, jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass unsere Linse aufgehängt ist. Und deswegen habe ich das Bild jetzt nochmal größer gemacht, weil es wichtig ist, zu wissen, wo genau unsere Linse eigentlich aufgehängt ist. Und hier sind diese Ziliarmuskeln, die ich euch vorhin schon genannt habe. Mache ich die mal rot. Und an diesen Muskeln hängen jetzt noch Fasern dran. Die Fasern sind jetzt hier schwarz, aber ich kreise sie mal ein. Und das sieht eigentlich so aus, die sehen ein bisschen aus wie Terrabänder. Also wir haben hier unsere Linse und dann sind diese Fasern so wie Terrabänder hier dran. Und dort dran hängt dann der Muskel. Ja, so kann man sich das auf beiden Seiten ganz gut vorstellen. Was machen diese Bänder jetzt? Wenn wir in die Ferne schauen, dann ist dieser Muskel hier schlaff. Das glaubt mir zwar meistens keiner, wenn ich das erkläre, aber so ist es. Also, dieser Muskel ist schlaff. Das habe ich euch hier noch versucht hinzuzeigen. Dieser Muskel ist schlaff. Also wie wenn euer Arm runterhängt, der ist schlaff, der macht nichts. Und dadurch, dass dieser Muskel schlaff ist und sich da auch ein bisschen zurückgezogen hat, dadurch sind diese Fasern hier angespannt. Die ziehen wie ein Terraband, was richtig gezogen ist. Und durch diese Anspannung dieser Fasern, da die Zonulafasern heißen, und durch diese Anspannung wird unsere Linse flach, also ganz flach, die wird auseinandergezogen. Das ist die ganz normale Position eigentlich unserer Linse, weil wir ja doch mehr Fernsehen eigentlich als nah sehen, außer in unserer heutigen Welt sitzen wir mehr vor dem PC. Oder vom Handy, da ist es nicht so. Meistens ist es so, dass es hier unsere Linse ganz flach ist. Hier seht ihr, dass die Linse schon langsam kugelförmiger wird. Was passiert, wenn sie kugelförmiger sind? Also diese Muskeln ändern sich, sie spannen sich an. Und ihr wisst selber, wenn ihr euren Bizeps mal anspannt, dann kommt ein Huckel. Also ihr seht den auf einmal. Wenn er erschlafft ist, dann ist er eher klein, aber wenn ihr ihn anspannt, das ist auf diesem Bild zu sehen, dann geht er also mehr zur Linse hin, wird größer und das hat zur Folge,
Das heißt, wenn der hier mehr reingeht, dann werden die Zonulafasern hier nicht mehr so schlaff, sondern mehr so, nicht mehr so gespannt, sondern schlaff. Also die werden hier schlaff. Das hat zur Folge, dass diese Linse, die aus Gel besteht, eine Form annehmen kann, die nicht mehr langgezogen ist, sondern sie kann rund werden. Sie hat jetzt die Möglichkeit, sich zu entspannen und rund zu werden. Auf einmal ist sie rund. Das seht ihr hier auf diesem Bild. Und dieses Rundsein ermöglicht uns jetzt, dass wir das Licht anders brechen und durch dieses anders brechen bekommen wir auf unserer Makula, in der Sehgrube ein scharfes Bild von das, was nah ist. Wenn sich ein Objekt hier vorne befindet, nehmen wir mal an, es ist eine Blume, die ist hier ganz nah. Dann, um die wirklich scharf zu sehen, müssen sich diese Fasern entspannen. Das können Sie nur, wenn der Muskel angespannt ist. Also wie beim Bizeps. Wenn der Ziliarmuskel sich anspannt, dann können diese Zonulafasern sich entspannen und unsere Linse wird breit und rund. Und wir haben hier hinten dann unser kleines Bild von unserer Blume. In dem Moment, wo wir wieder nach weit weg schauen, ist die Aufgabe der Linse wieder flach zu werden und schmal, damit wir auch ein scharfes Bild bekommen. Und wir sehen hier hinten zum Beispiel einen Baum. Um das wirklich scharf zu stellen, erschlaffen unsere Ziliarmuskeln beide Seiten. Dadurch ziehen die Zonulafasern, jetzt habe ich es, wieder an, ziehen diese Linse richtig schön flach und wir haben dann hier hinten die Möglichkeit, dann unseren Baum zu sehen. Der Baum hat hier einen Stamm und oben, weil wir es ja verkehrt rum sehen. Genau, also so funktioniert unsere Linse in Kombination mit den Ziliarmuskeln und den Zonulafasern. Und dieser ganze Prozess der Linse, dass sie durch diese drei Komponenten mal rund wird oder mal ganz flach, nennt man Akkommodation. Und das habt ihr auch in eurem Skript. Was ist Akkommodation? Also Akkommodation ist die Fähigkeit, dass die Ziliarmuskeln sich anspannen und entspannen, dadurch die Zonulafasern gespannt oder entspannt sind und unsere Linse schmal oder rund wird, um einmal beim Runden die Nähe zu sehen und beim Schmalen die Ferne und auch scharf zu stellen. Das nennt man Akkommodation. Auf diesem Bild ist auch gut zu sehen, die erste und stärkste Brechung haben wir vorne an unserer Kornea, an der Hornhaut. Das ist die stärkste Brechung und die Linse bricht nochmal, damit es hinten wirklich scharf an unserer Sehgrube der Fovea ankommt. So funktioniert das Zusammenspiel unserer Linse. So, jetzt ist es so, dass wir nicht nur vorne von der Linse geredet haben, also nicht nur hier das Wichtigste ist, sondern wir haben auch einen Teil im Rückwärtigen. Dort liegt die Retina. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass ich hier einfach mal ausgeschnitten habe. Und dieser Ausschnitt ist jetzt dort. Licht trifft in unser Auge und trifft dort rein. Ihr seht, hier ist das Licht. Und alle stellen sich immer vor, super, da kommen Zapfen und Stäbchen und die sind gleich dort. Und das stimmt überhaupt nicht. Dieses Licht muss erst durch unseren Sehnerv durch und das Sehnervbündel, was ja von der ganzen Retina gebündelt kommt, dann
haben wir hier unsere Ganglienzellen. Das sind auch Nervenzellen. Dann haben wir die nächste Schicht der Bipolarzellen. Und erst dann haben wir Zapfen und Stäbchen. Also ihr seht, es ist nicht so, dass wir einfach das Licht kommt und dann trifft es gleich auf Zapfen und Stäbchen, sondern es muss erst durch den Sehnerv und auch die anderen Nervenzellen durch. Genau, und dann kommen wir zu dem, was die meisten Menschen ja noch wissen. Wir kommen zu Zapfen und Stäbchen. Diese Zapfen und Stäbchen sind hinten an einer Membran dran. Hier die Pigmentschicht, weil auch diese müssen in irgendeiner Weise gehalten und auch ernährt werden. Also diese Pigmentschicht ist dazu da, dass wir die Zapfen und Stäbchen ernähren, weil hier bisher keine Blutgefäße sind und damit auch Abfallprodukte nicht abgelegt werden können und dazu ist die Pigmentschicht da. Schauen wir uns Zapfen und Stäbchen doch einfach mal noch mal genauer an. Die Zapfen. Wozu sind denn die Zapfen überhaupt da? Zapfen sind dazu da, dass wir Farben sehen, dass wir Details sehen. Und sie sind auch fürs Hell-Dunkel da. Wir glauben immer, das sind die Stäbchen, das tun sie auch. Aber dass die Informationen fürs Hell-Dunkel gehen über die Zapfen. Die Zapfen benötigen viel Licht, damit sie schöne Farben sehen können. Das geht ja nicht anders. Dann ist es so, das habe ich euch auf dem unteren Bild mitgebracht. Wo gibt es denn die meisten Zapfen? Ihr seht hier einen wahnsinnigen Ausschlag und das ist genau die Sehgrube. Das ist unsere Fovea. Mit dem Fleck für das wirklich stärkste Sehen, beste Sehen der Makula. Also das in der Fovea gibt es die meisten Zapfen. Dort sehen wir die meisten Details. Und sonst auf der ganzen Retina, wenn ihr euch das im Auge vorstellt, sind sie ziemlich gleichmäßig verteilt. Was ist dann mit den Stäbchen? Bei den Stäbchen ist es so, dass die Stäbchen in der Fovea überhaupt nicht vorkommen. Nein, neben der Fovea sind ganz viele Stäbchen und dann nimmt es sukzessiv zum Rand ab. Ihr seht, beim blinden Fleck ist nichts. Deswegen auch der blinde Fleck, weil dort einfach ihr nichts seht. Dann ist es so, dass die Zapfen besonders hier in der Fovea eine 1:1 Verschaltung haben mit einem Ganglion. Was bedeutet das jetzt? Hier seht ihr einfach Stäbchen und Zapfen. Also das hier ist jetzt ein Zapfen. Das hier ist ein Zapfen. Du kriegst gleich die Farbe rot, also ein roter Zapfen. Und diese Zapfen gerade in der Fovea, die haben hier noch ihre Zelle, dann haben sie eine Bipolarzelle und sie sind mit einem Ganglion verbunden. Das ist eine 1:1 Verschaltung. Das ist besonders in der Fovea. Das heißt, eine Information von einem Zapfen in der Fovea geht 1:1 zum Nerv und dort auch 1:1 dann zum Gehirn. Es gibt drei verschiedene Zapfen. Wir haben rote, grüne und blaue Zapfen. Und dazu erkläre ich gleich nochmal, was die eigentlich machen. Dann haben wir auch noch Stäbchen. Die Stäbchen sind in der Überzahl. Das seht ihr hier auch schon auf dem Bild, dass wir einfach viel mehr Stäbchen haben. Wir haben 120 Millionen Stäbchen und nur 6 Millionen Zapfen sind insgesamt 126 Millionen Photorezeptoren oder Lichtrezeptoren. Lichtsinneszellen, wie auch immer genannt, ist eine wahnsinnige Anzahl, wenn ihr euch das vorstellt. Genau, und die Stäbchen sind also viel vermehrter, sind neben der Fovea und sind dann über die ganze Retina verteilt. Diese Stäbchen erkennen schwarz, grau und weiß
und sie ermöglichen peripheres Sehen. Das heißt, alles, was außerhalb der Sehgrube ist, muss ja auch wahrgenommen werden. Das ermöglichen sie und sie sind sehr lichtempfindlich. Das zu Stäbchen und Zapfen. Und jetzt nehmen wir uns die beiden einzeln nochmal genau vor. Beginnen wir mit den Zapfen. Ich habe euch gesagt, dass es drei verschiedene Zapfen gibt. Und zwar rot, grün und blau. Und hier kommen wir mal zur Dreifarbentheorie von Helmholtz. Der hat gesehen, woraus unser Licht besteht. Und das habe ich euch hier nochmal mitgebracht, dass wir halt vorrangig rotes Licht, grünes Licht und blaues Licht sehen. Und dann hat er eine Theorie aufgestellt. Es ist wirklich eine Theorie, weil im 19. Jahrhundert konnte er es noch nicht beweisen. Er hat eine Theorie erstellt, dass wenn man alle diese Farben mischt und überlagert, dann hat man alle Farben, die man eigentlich sehen möchte. Und zwar man kriegt Gelb, Magenta und Cyan raus und wenn man alles mischt, dann Weiß. Und er erklärte es sich so, dass wir dann im Auge, genauso wie auch auf unserer Farbtabelle, dass wir drei verschiedene Zapfen haben. Das war seine Theorie und er hat gemeint, wir haben rote Zapfen, wir haben blaue Zapfen und wir haben grüne Zapfen. Später, wie ihr wisst, hat sich diese Theorie natürlich bestätigt. Wir haben rote, grüne und blaue Zapfen. Und diese Zapfen werden erregt von einem bestimmten Areal an Wellenlängen. Und die roten Zapfen, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, werden von dem roten Licht angeregt. Und da das rote Licht nun mal die langen Wellen sind, ihr könnt euch vielleicht aus der Optik beim letzten Video noch daran erinnern, die langen Wellen, ja, die mit der niedrigen Frequenz, rotes Licht. Und da es lange Wellen sind, heißen sie L-Zapfen. Also die roten Zapfen heißen L-Zapfen. Dann haben wir die grünen Zapfen. Grün liegen jetzt genau in der Mitte, das sind also mittlere Wellen und haben auch eine mittlere Frequenz und heißen deswegen M-Zapfen. Und dann haben wir noch die blauen Zapfen und die blauen Zapfen haben das kurzwellige Licht. Ihr wisst, die kurzen Wellen, das sind die hohen Frequenzen und heißen S-Zapfen. Nein, das geht überhaupt nicht. Warum heißen die S-Zapfen und nicht K-Zapfen? Weil das nun mal englische Bezeichnungen sind für Long, Middle und Short. Deswegen sind es die S-Zapfen. Also nicht wundern, wenn die euch einfach mal unterkommen. Die blauen sind S-Zapfen. Wir nennen sie ja doch meistens Rot-, Grün- und Gelb-Zapfen. Und ich habe euch hier noch mitgebracht, mal, wie sich die auch überlappen. Also ihr seht, dass das kurzwellige Licht blau ist und eine bestimmte Anzahl an Blauen werden dann erregt, aber natürlich, auch wenn Blau kommt, werden zu einem geringen Anteil schon Grün und Rot auch erregt. Und wenn Grün wegfällt, dann ist ausschließlich rotes Licht. Also so überlappen sich die und das ist auch das, was wir im Auge dann sehen. Genau, also das sind Stäbchen. Ihr habt jetzt erfahren, dass die Stäbchen das sind die Zapfen. Ihr habt erfahren, dass die Zapfen weniger sind als die Stäbchen. Sie sind für unsere Farben zuständig, leuchtende Farben. Sie sind auch für hell und dunkel zuständig und fürs Detailsehen, weil sie am meisten haben wir also in der Fovea. Und jetzt gehen wir rüber zu den Stäbchen, weil die Zapfen habe ich euch ja schon. Unsere Zapfen sind wichtig für das Hell-Dunkel-Sehen, also für das Schwarz-, Weiß- und Grau-Sehen. Und diesen Vorgang nennt man Adaptation. Wir hatten schon mal die sensorische Adaptation. Das bedeutet, dass wir uns an einen Reiz gewöhnt haben. Und jetzt ist es die Adaptation im Auge. Und zwar geht es darum, dass unser Auge sich jetzt anpasst, bei der sensorischen überhaupt an den Reiz, aber hier an eine Lichtwelle und zwar an eine helle oder eine dunkle Lichtwelle. Und das passiert unterschiedlich und es passiert auch unterschiedlich schnell. Wenn wir vom Dunkeln rauskommen ins Helle, dann kneifen wir erstmal die Augen zusammen und müssen blind sehen, weil dieses Licht ist so stark und trifft auf unsere Iris. Und dann hinten auf die Retina und dieses starke Licht sorgt dafür, dass wir die Augen zusammenkneifen. Nun muss sich
unser Auge daran anpassen. Was macht es? Es macht die Pupille eng und das geht ziemlich schnell durch die Informationen, die an unser Gehirn gekommen sind, dass es zu viel Licht ist, wird die Pupille eng gemacht und unser Auge gewöhnt sich innerhalb von einigen Sekunden daran, dass jetzt zu viel Licht ist oder dass es überhaupt sehr viel Licht ist und adaptiert das Auge daran an diese Lichtintensität. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass wieder die sensorische Adaptation, ist es nichts mehr, was wir so stark wahrnehmen. Das Auge hat sich adaptiert dran. So, und das passiert aber nicht nur, wenn wir in die Helligkeit kommen, sondern auch, wenn wir von hellen ins Dunkle kommen. Nun, der Unterschied dort ist, das dauert um einiges länger, falls euch das mal aufgefallen ist. Wenn ihr dann reinkommt, dann seht ihr erstmal nur grau Schatten, aber nichts Klares. Und dann, das geht ganz langsam, wenn es wirklich stockduster ist und nur wenig Licht, dass ihr euch dran gewöhnt. Also auch da ist wieder die Information, dass wir nicht so richtig was sehen und jetzt muss der Körper etwas tun. Also es ist wichtig, dass er sich an diese Umgebung anpasst, weil wenn jetzt Veränderungen sind oder wenn wir jetzt früher angegriffen werden, müsste er hier etwas tun. Und so versucht er sich auch an die Dunkelheit anzupassen. Dazu hat er drei Mechanismen, die habe ich euch mal mitgebracht und zwar erstmal verändert er die Pupille. Ich habe euch gerade gesagt, wenn wir ins Helle rauskommen, dann verengt sich die Pupille, um diesen Lichteinfall zu kontrollieren. Und wenn wir dann von einem hellen Ort ins Dunkle kommen, dann ist es so, dass diese Pupille ganz weit wird und lässt damit ganz viel Licht rein. Und das Licht trifft jetzt ja nicht nur auf die Fovea, wo es dann, wenn es ganz hell ist, ja genau dort eintrifft, sondern es hat einen viel größeren Radius und kommt jetzt zu den ganzen Stäbchen. Ihr wisst noch, die Stäbchen sind um die Fovea herum besonders zahlreich und da trifft es jetzt gerade beim Dunkeln, bei sehr weit geöffneten Pupille, trifft dieses Licht überall drauf. Und weil es so wenig Licht ist, erregt es jetzt die Stäbchen. Und diese Stäbchen werden erstmal erregt und dann, es ist biochemisch, wie das zustande kommt. Die sind aber lichtempfindlicher. Sie steigern ihre Lichtempfindlichkeit nochmals. Das ist der zweite Mechanismus. Und der dritte Mechanismus, der in unserem Körper herrscht, ist die Signalkonvergenz. Das bedeutet, dass ein Stäbchen nicht mit einer Ganglienzelle wie in der Fovea gekoppelt ist, sondern mit vielen. Das heißt, diese Pupille ist ganz groß, viele Stäbchen werden angeregt und viele Stäbchen sind dann auch noch mit einer Ganglienzelle verbunden und die gibt die Informationen weiter. Das heißt, wenn viele angeregt sind, dann wird die Information weitergegeben, viel schneller auch und wir können dann im Dunkeln anfangen zu sehen. Das dauert alles, bis das Ganze abgehandelt ist. Und deswegen ungefähr eine halbe Stunde, bis wir richtig klar sehen können. Also wir haben einmal die Pupillenveränderung, dann haben wir biochemisch eine Steigerung der Lichtempfindlichkeit und wir haben noch die Signalkonvergenz. Das führt dazu, dass unsere Stäbchen im Dunkeln uns zeigen können, was wir denn dann sehen. Also schwarz, grau, Grautöne und auch weiß. Das ist nur für die Stäbchen. Also wir haben die Zapfen besprochen und wir haben die Stäbchen besprochen. Und nun, wie funktioniert unser Auge denn eigentlich? Wie geht es überhaupt los, dass wir etwas sehen? Und den Weg habe ich euch jetzt einfach mal aufgeschrieben. Auf unserer Hornhaut trifft das Licht auf, hier vorne. Und dort wird es als erstes mal, ihr seht es hier, ziemlich stark gebrochen. Und denkt dran, es ist aus der Physik, es ist reflektiertes Licht von einem Objekt. Ja? Das heißt, hier haben wir die Reflektanz, der Prozentsatz und dann die Luminanz, was trifft auf unser Auge. Wir haben psychologisch nochmal hier die Brightness, also was ist empfunden, was zu uns kommt, welche Helligkeit hat es.
Der Strahl des reflektierten Lichtes durchquert also unsere Hornhaut, wird dort gebrochen, dann durchquert es unsere Iris, die dieses einfallende Licht regelt, entweder weit, zum Beispiel wenn es dunkel ist, oder auch also weiter geschlossen, wenn es sehr hell ist. Sie adaptiert sich also an die Helligkeit. Und dann geht das Licht weiter durch unsere Linse und wird dort gebündelt. Und die Linse kann ja, wie besprochen, einmal ründlicher werden oder auch länglicher. Das hängt davon ab, ob die Zialmuskeln jetzt entspannt oder angespannt sind. Und diese Veränderung sorgt dafür, dass das Bild hinten auf der Retina am besten in der Fovea abgebildet wird, und zwar sehr scharf. Diese Veränderung der Linse nennt man Akkommodation. Die Abbildung dieses Objektes, was wir sehen, erfolgt dann kopfüber. Dann geht es in der Netzhaut weiter. Dieses einfallende Licht, habe ich euch erklärt, muss erst durch den Sehnerv, durch die Ganglien, durch die Bipolarzellen und kommt dann erst zu den Stäbchen und Zapfen. Und in diesen Stäbchen und Zäpfchen löst es eine photochemische Reaktion aus. Und dann etwas von ganz von Anfang vom ersten Video, und zwar Begriffsbestimmungen. Das bedeutet die chemische Reaktion. Eine Lichtwelle wird in unseren Stäbchen und Zapfen durch Transduktion umgewandelt in einen Nervenimpuls. Wisst ihr noch, das heißt Transduktion. Die Umwandlung diesmal von Lichtphotonen in Nervenimpulse. Das erfolgt in Zapfen und Stäbchen. Und dieser Nervenimpuls muss ja jetzt weitergeleitet werden und wird weitergeleitet über die Bipolarzellen an die Ganglienzellen. Die werden aktiviert und geben dann die Information weiter an ihre Axone. Und diese ganzen Axone werden dann gebündelt zum Sehnerv. Davon wisst ihr noch, wir haben einen Teil Sehnerv, oberen Teil, wenn wir das Bild jetzt sehen, und hier im unteren Teil. Und einmal ist es die Außenseite von unserem Auge und einmal ist es die Seite, die an der Nase anliegt. Und diese beiden Bündel sind zwei Bündel verlassen, das Auge. Und das sind rund 1 Million Fasern und das ist echt eine Hausnummer. So, jetzt wisst ihr, wie unser Auge funktioniert. Ich finde unser Auge wahnsinnig, was es kann, wie es kann. Klasse, bin total geflasht. So, Anatomie Auge haben wir auch fertig. Wir kommen immer weiter in der Wahrnehmungspsychologie. Jetzt wisst ihr schon alles über die Physik. Jetzt wisst ihr schon, wie unser Auge aufgebaut wird. Das nächste, was wir nehmen, ist die Neurobiologie. Das bedeutet, was passiert denn jetzt eigentlich alles hinter dem Zapfen schon im Auge und was passiert auf dem Weg zum Gehirn und im Gehirn? Super, ich hoffe, es war für euch wieder interessant. Ihr habt einiges gelernt. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Eure Sandra. Bye.